Hallo zusammen, ich habe hier von einem Kunden diese Kühlbox zurückbekommen. Die sei komplett eingeölt. Ich habe hier schon mal den Deckel weggeschraubt, aber wenn man den wieder hinmacht, sieht man vielleicht, dass hier die Steuerung so richtig schräg drin hängt. Ich habe hier als Vergleich eine neue Kühlbox, da sitzt die Steuerung gerade drin. Und nochmals zurück. Hier sieht man, dass diese schräg drin sitzt. Und ihr seht auch, hier ist alles voll mit Kälteöl. Wenn wir also diese Box hier aufmachen, also den Ding hier wegnehmen, dann sieht man, dass der Kompressor schräg drin sitzt. Also das liegt nicht an der Steuerung, dass die lose ist, die ist fest drin. Und wenn man dann da hinfährt und ich schaue mir den Kompressor unten an, auch der Kompressor, man sieht es hier schlecht, sitzt relativ schief drin. Es ist alles voll mit Kälteöl. Und ich sehe hier oben diese Leitung, die ist gebrochen. Also der Kompressor muss hier einen massiven Schlag gehabt haben, dass der so verbogen ist. Die Füße hier unten, die sind schräg, dass er hier oben die Leitung ausgerissen hat. Man kann das flicken, man kann das waschen und so weiter. Der Kunde kriegt von uns jetzt eine neue Kühlbox und wir schauen mit dem Paketdienst, wie weit das Ding runtergeschmissen hat. Aber ich behaupte frech, dass diese 2 mm Stahlplatte sich verbiegen kann. Dafür braucht es natürlich ein sicher 2 Meter Fallhöhe. Da der Karton gut gepolstert ist, sieht man daran nichts. Wir sehen jetzt auch hier nochmals in die Box rein. Das ist der BD80 drin. Ist alles voll mit Öl. Ja, das lässt sich reparieren, aber wie lange das der jetzt offen war, können wir nicht sagen. Bei uns wurde kontrolliert und weggeschickt. Und ihr seht, das Ding hängt hier richtig schief. Da muss also der Kompressor rausgerichtet werden, dass diese Platten hier gerade krumm gebogen werden, war da wirklich ein massiver Druck auf dieser Kühlbox. Ich habe ein Video gemacht, das verlinke ich euch natürlich hier zu dieser Kühlbox. Die B36P, ökologischer Kältemittel und so weiter, ist toll. Nur wenn sie, ich sage mal, Meter hat da nicht gereicht, runterfällt, dann merkt das die Kühlbox nicht. Der Kunde kriegt ein neues. Punkt, schicken wir, die wird repariert oder ich weiß noch nicht was. Wir haben momentan viel Arbeit. Im Winter wird es ruhiger und dann schauen wir weiter, weil die Box ist komplett mit Öl verschmiert, innen und außen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.